So, wo findest du das Update, wenn du Zoom updaten möchtest? Die haben das ganz gut versteckt, aber wenn man weiß, wo man suchen muss, dann geht es ganz einfach. Hier unten in der Taskleiste, da findest du ja das Symbol, wie heißt das denn, das Icon von Zoom. Und wenn du da rechts drauf klickst, kannst du hier schauen, nach Updates suchen. So, jetzt wird nach Updates gesucht und es gibt schon wieder eine neue Aktualisierung. Die wird hier auch direkt sofort runtergeladen. So, Zoom hat runtergeladen und jetzt ist die Aktualisierung verfügbar. Und schon haben wir die neue Version. Was du noch machen kannst und je nachdem, was du machen möchtest, solltest du auch noch unter den Einstellungen hier bei weitere Einstellungen ansehen. Das machen wir einmal. Dann öffnet sich nämlich diese Webseite und hier kannst du diverse Sachen einstellen. Hier kannst du zum Beispiel die Breakout Rooms einstellen, dass das auf jeden Fall an ist, wenn du Breakout Rooms machen möchtest. Und hier sehen wir Immersive View. Das habe ich in dem letzten Video ja erklärt. Das muss auf jeden Fall angestellt sein bei dir, damit du die Immersive View Version nutzen kannst, die Funktion. Oder wie Zoom das auf Deutsch nennt, beeindruckende Ansicht. So kannst du Zoom updaten und hast dann auf jeden Fall immer die aktuelle Version, mit der du arbeiten kannst.